Herzlich willkommen beim Whisky-Wichser. Der Patient des heutigen Tages ist der Glenrothes Select Reserve. Ja, die Brennerei Glenrothes liegt in der Speyside im selben Kaff wie die Glen Grant Brennerei und 1922 ereignete sich da ein schrecklicher Vorfall. Und zwar geriet Lagerhaus Nummer 1 in Brand und 2500 Whiskyfässer fielen den Flammen zum Opfer und der brennende Whisky, der lief da in den Fluss rein und der schlängelt sich durch die ganze Ortschaft durch. Also es muss wirklich ein Bild für die Götter gewesen sein. Ja, heute geht es um den Select Reserve und Glenrothes hat da zwei verschiedene Kategorien von Abfüllungen. Auf der einen Seite haben sie einen ganzen Schwung von Nas-Whiskys, also Whiskys ohne Altersangabe, die sich alle durch die verschiedenen Fasszusammensetzungen da unterscheiden. Da gehört der Select Reserve dazu. Und auf der anderen Seite haben sie sogenannte Vintage-Abfüllungen, also Jahrgangsabfüllungen. Ich finde die Lösung eigentlich ganz gut. Für den breiten Massenmarkt hat man dann diese Whiskys ohne Altersangabe und für den Genießer im Speziellen dann die Jahrgangsabfüllung. Jo. Schöne Packung hier mit ausgebrochenem Fenster, damit man die Flasche sieht. Und die Flasche an sich hat schon eine mega geile Form. Wunderschöne Flasche. Hat bei mir den Kosenamen Dragon Ball. Fehlen nur noch die Sterne drauf. Gefällt mir unheimlich gut. Erweckt so den Eindruck, als wäre da wenig Inhalt drin, ja? Also würde ich jetzt nicht wissen, dass da 0,7 Liter drin ist, würde ich sagen, ja, vielleicht ein halber Liter drin, ne? Also erweckt den Anschein von der geringeren Menge, aber es dürften 0,7 Liter drin sein. Ja, abgefüllt ist er mit 40 Volumenprozenten, leider gefärbt und auch kühl gefiltert. Früher, vor ein paar Jahren, hatte der Select Reserve mal so einen Bröselkorken, so einen Kunststoffkorken. Jetzt mittlerweile hat er wieder einen richtigen Korken. Und es ist aus diesen Flaschen gar nicht so einfach auszuschenken. Da geht eigentlich immer was daneben. Ja. Mal hier mal einen Dragon Ball richtig hinstellen. Ich muss noch die anderen finden. Yo. Gleich im Vordergrund so eine Malznote erinnert mich an, ja, so Biskuit-Kuchenteig. Dahinter ganz leicht die Vanille. Und sowas, ja, Pfefferminz, so ein Minzeinfluss, ein Minzblättchen, jo. Ja, das ist ein Schmeichler, ne, der schmeichelt. Ja, also dominant diese Malznote, Biskuitteignote, dann hinten dran diese leichte Pfefferminze und dahinter nochmal so ein bisschen blumig, so ein paar florale Noten. Ja, also die Bestandteile da drin, allzu alt werden sie nicht sein, weil er ist verhältnismäßig mild und leicht in der Nase. Süß, eine leichte Ingwerschärfe. Bisschen Eiche kommt schon. Fruchtig ist er. Als Frucht sowas wie, ja, Ananas. Schön. Ja, und die Würze kommt nochmal. Die Würze und die Süße, die wechseln sich so auf der Zunge ein bisschen ab. Abgang nicht so lang. Oh, oh, die Mischung hier aus, ja, es ist eine gewürzte Ananas. Weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Schön. Ja, und das Gewürz, das könnte sogar Zimt sein. Also so Ananasstücke mit Zimt drüber, das trifft es ganz gut im Geschmack. Ja, nach wie vor sehr süß in der Nase. Riecht so ein bisschen nach Brausestäbchen.
und die Frucht. In der Nase riecht man weniger die Ananas, das ist eher sowas wie... Wie so eine Banane, aber so eine unreife Banane, die noch ziemlich grün ist. Ja. Schönes Ding, schöne Mischung aus bisschen süß, bisschen fruchtig, bisschen Eiche. Von allem was da. Ja, speziell jetzt die Fasszusammensetzung bei dem Select Reserve. Meine Vermutung geht dahin, dass der größte Anteil mehrfach befüllte Ex-Bourbon-Fässer waren, ein kleinerer Anteil erst befüllte Ex-Bourbon-Fässer und ein noch kleinerer Anteil mehrfach verwendete Sherry-Fässer aus europäischer Eiche, die geben dann dieses Gewürz an den Whisky ab. Die Früchte, die sind Brennereicharakter. Ja, und die Vanille und das ganze andere, was ich hier, dieser Biskuitteig, der Malz, das ist dann auch teilweise, also das Malz ist dann auch Brennereicharakter, aber die anderen Einflüsse kommen dann von den Ex-Bourbon-Fässern. Ja, schönes Ding an die Einsteiger, legt euch so eine Flasche zu, er ist relativ einfach gehalten, er wird keinen überfordern. Die Flasche an sich macht sehr viel her, also wirkt extrem wertig und eignet sich auch als Geschenk, ja. Preislich liegt er so, ja, 30 Euro, glaube ich, kann sein, dass er mittlerweile ein paar Euro teurer ist, aber teurer wie 35, auf keinen Fall. Ja, kann ich empfehlen. Allein schon die Flasche sieht mega, mega geil aus. Ja, das war der Dragon Ball. Hab mich gefreut, dass ihr mir zugeschaut habt. Würde mich noch mehr freuen, wenn ihr auch meinen Kanal abonniert. Ich blende da immer so einen Link ein. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder bei meinen Videos einschaltet. Haut rein. We'll be right back.